Hallo und herzlich willkommen zur 297. Folge von Let's Play Minecraft Staffel 5. Und wir sind heute hier am 2.11. 2.11. Wir sind jetzt vorbeigelaufen. Wir gehen heute ins Dschungelbiom der Lorenzas. Zack. Zack, zack. Dschungelbass Nebelgrün. Okay. Okay. Schlafräume. Genau, hier habe ich noch ein bisschen Essen. Das sind ja das ist meine Truhe. Kruste ich mal was rein. Hier ist noch mehr Krust drin. Hier ist ein Schärfeschwert. Das eiserne Schwert. Schärfe 2. Okay, das ist vom Enrico, was ist das? Brennstoff für den Brennofen. Das ist ein Teppich. Hier sind Kakaobohnen. Genau, hier ging es runter. In die Höhle und ins Dschungelbiomlager. Melonen, Tropenholz. Nicht mehr so viel drin. Und Setzlinge auch nicht mehr so viele. Hätte ich einfach mal vorschlagen, selber welche zu klopfen. Hier oben ist noch nicht viel eingerichtet. Hier hat man nur einen Überblick über den Dschungel. Drüben sind wieder Bäume gepflanzt worden. Ist sehr nachhaltig. Ich habe das hier ein bisschen chinesischen Baustil versucht zu bauen. Hier ist ein Durchgang. Das ist ein Boot. Ist einigermaßen symmetrisch. Und wir gehen jetzt mal hier raus. Auch etwas moderner gebaut. Weiß nicht, ob ich das schon mal gezeigt habe, das Gebäude hier. Aber mir gefällt es noch nicht so gut. Es ist dennoch gut gelungen. So. Wer baut denn hier? Na egal. Ein bisschen wurde hier schon abgebaut. Ich suche mir mal einen großen Tropenbaum aus. Wie zum Beispiel diesen hier. So. Dass wir ein bisschen Tropenholz hier haben. Und da müssen wir mal im Lager bei uns das Holzlager etwas erweitern. Da ist nämlich nicht so viel Platz für die anderen drei Holzsorten. Wir haben jetzt bisher. Ist hier hinten noch was anderes? Nee. Wir haben bisher nur drei Holzsorten und das wäre Fichte, Eiche und Birke. Das muss sich unbedingt ändern. Und deswegen müssen da auch andere Holzsorten her. So, hier drüben ist noch ein Dschungelriese. Autsch, das tat weh. Nochmal überlebe ich das nicht. Deswegen esse ich was. Und versuche es nochmal mit einem. Ja, ich konnte mich noch retten. Weil ich so. Shift. Dann so leicht hier rüber und dann. Autsch. Na, da muss ich doch die Stufe hier nehmen und die mal hier ranbauen. Zack. Und jetzt kann ich sie wieder abbauen und einzeln oder auch nicht. Ich habe sie eingesammelt. Super. So. Kletter ich mal so hier hoch und baue den mal von oben ab.
Hier oben ist er wahrscheinlich da nichts mehr. Bauen wir den mal nach unten hin ab. Zack, zack, zack. Hinten ist auch noch ein bisschen Holz versteckt. Da auch noch. Hier oben dann wahrscheinlich nicht mehr. Und das Geäst ist dann immer so ein bisschen heimtückisch. Dann baut es dann wahrscheinlich die ganze Krone nicht ab, wenn wir das nicht abbauen. Wenn das nah genug dran ist, vor allem. Deswegen ist das ein bisschen heikel. Da sind schon Setzlinge runtergefallen, das freut mich natürlich. Hier ist eine Höhle. Haben wir denn den anderen Baum abgebaut? Müssten wir eigentlich noch die Krone so leicht despawnen sehen? Was in die Richtung? Die Richtung war das, da hinten. Siehst du? Das meinte ich. Das meinte ich. Das habe ich nicht mit eingeplant. So. Nee, das war ich nicht. Das war ich nicht. Lass mich ja hoch. Ich habe den hier irgendwo abgebaut. Hier habe ich ihn abgebaut. Der ist komplett weg. Sind hier Setzlinge? Keine Setzlinge. Das ist mager. Von Eichensetzling. Das ist jetzt auch komplett despawned hier. Also Dschungelholz gibt wenig Setzlinge. Sehr wenig. Wir bauen erstmal bisschen das Laub ab und das Geäst hier. Die spawnt es. Ist gut. So. Tun wir uns mal hier reinbewegen. Und hier ist auch ein bisschen Geäst noch drin. Zack, 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 zack. Also ist ein anderer Baum hier drüben. Hier ist ein Setzling. Müssen natürlich immer mal ein bisschen gucken. Aber wenn ich irgendwo noch ein Setzling verschwunden geht, der jetzt hier zum Beispiel schon herunterfällt. Der zum Beispiel da, oder ne, das ist nur ein von. Ein Stück von, aber hier auf hinter mir, auf der Seite, da sind auch noch ein paar. Ne, das ist auch nur ein von. Hier ist noch einer. Hier ist noch Holz. Sechs Stück aus drei. Bäumen. Das ist natürlich ein mageres Ergebnis. Ich weiß nicht, ob das reicht. Ich würde das hier mal vor Ort noch in Treppen umwandeln. Hier ist das Fichtenbiom. Gut. Hier ist eine große Eiche. Wir müssen auf jeden Fall hier ein bisschen aufpassen, wo die Basis ist. Zu einem.
Zum anderen ist natürlich mager, was wir jetzt hier rausgeholt haben. Kriegt nur noch Schaden. Oh, das sind sogar Stufen gewesen, ne? Das ist doch gut. Probieren wir das dann gleich nochmal aus. Ich lege mich jetzt erstmal schlafen. Gut, jetzt klappt's, weil eine Halbstufe ist. Gut. Wieder ein Fall gelöst. Stand die Truhen hier schon? Anscheinend ja. Wo geht's hier hin? Lol. Das habe ich noch gar nicht gesehen. Das habe ich so noch nicht gesehen. Jetzt bringe ich erstmal hier das Dschungelholz hoch zum Lager. Kommen wir gleich mal von Weitem. Bis wohin man das so sieht, so circa. Sieht man das bisher runter? Kommt es da ahnen? So ein bisschen? Eigentlich ja schon, ne? Oder? Na, eigentlich ja nicht. Eigentlich ja nicht. Eigentlich ja nicht. Ja, die eisernen Kerle gehen ja schon wieder auf Revue. Lol. Wie viele seid ihr denn jetzt hier drin? Nicht, dass ihr hier mehr Dorfbohnen reinlasst. Das wäre ja nicht so praktisch. Ja, stimmt, weil die herunterfallen, da entsteht ja Gras. Aber die Kartoffeln, die. Oh ja! Feinertes Brot! Also, das ist auf jeden Fall. Sind sie im Boden drin? Bin ich alleine? Nee. Ich alleine. Der liebe Enrico ist immer noch da. Ja, könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, was das hier werden soll. Ob das jetzt Wohnhaus werden soll oder irgendwas anderes. Bin ich sehr erfreut, davon zu hören. Tu es erstmal alles hier rein. Zack, zack, zack. Hoffentlich vergesse ich die dann nicht hier irgendwo. Genau. Wird dann wahrscheinlich auch erstmal die letzte Aufnahmesession sein. Ich glaube nicht, dass das langt. Ich möchte das auch nicht so verschwenden, das Holz, aber es macht sich ja einmal gut. Ne? Wenn sich es einmal gut macht, dann ist es ja auch super. So. Gucken wir doch mal, wie sich so macht.
Ja, das habe ich jetzt gerade fast befürchtet, dass das immer mal passiert. So. Und jetzt müsste es eigentlich problemlos klappen. Nee, dort unten kommst du nicht hin. Aber dass jetzt hier jetzt schon der erste Stack verloren geht, ist schon bedenklich. Aber drüben müssen wir jetzt nicht so viel. Na, komm. Nicht so viel beachten. Also nicht. Nichts Riskantes vor allen Dingen. Ja. So, so, so. Ich lasse das mal das eine hier weg. Können wir dann dort runterlaufen. Ist doch noch einiges draus geworden. So. Laufen wir mal hier runter. Zack. Und machen hier dann dicht. Hier oben ist jetzt etwas düster. Darum mache ich jetzt den hier mal. Die kommt da raus. Und die Treppe muss jetzt hier hin. Zack. Zack. So, mal sehen, ob ich das mit 4 bekomme. Wahrscheinlich nicht. Na, oder doch? Könnte klappen. Das könnte klappen. Fast. Fast, fast. So. Jetzt kann man nach oben. Ja, super. Wir hier noch ein paar Fackels aufstellen und dann nicht wegwerfen. Aufstellen. Zack. Zack, 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 zack. Dass wir hier nicht im Dunkeln sitzen. Autsch. Noch keine Decke drin. Müssen wir uns mal was überlegen. Ihr schleppt vor, was ihr reinkommt. Ganz wichtig, oben ist ausgeleuchtet und bin ich jetzt dran gewöhnt, da hinten runter zu laufen. Oh. Und hier oben ist der Dachboden, ihr könnt jetzt die Truhen rein. Deswegen kommt jetzt hier oben keine Fenster rein, hier kommen Fenster rein, definitiv. Hier hat man eine wunderschöne Aussicht. Ich bin sehr glücklich, dass ich das heute geschafft habe und wir sehen uns dann in der nächsten Aufnahmesession, meine lieben Freunde. Wenn es denn heißt, Let's Play Minecraft Staffel 6. Bis dahin, ciao, ciao und bye, bye.
Einen wunderschönen Tag, George. Tschüss.